Halt, lass uns das neue Satter Hugo Video gucken, Freunde. Let's go. Teure Schuhe, da gehen wir schon in die Richtung. Oh! Bruder, ist das dumm. Bruder, ich wollte kurz einfach nur meine Kamera rechts unten hin machen. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Oh mein Gott, ist das kacke. Okay, da ist ein großes Problem, okay? Wo zum F*** mache ich die 9000 Kabel hin, Bro? Die sich in diesem verf***ten Schrank da befinden. Kurz bevor wir den Clip zu Ende gucken, das ist Marshas Lieblingsglas, was wir hier in der Wohnung haben. Wir hatten davon 4 Stück und eventuell habe ich 3 Stück davon im Stream kaputt gemacht. Bro! Mann, Digga. Ich hab heute zu viel Energie irgendwie, Bro. Mit keiner besseren. Oh mein Gott. Boah, aber mit Kaffee viel schlimmer. Oh mein Gott. Alter, das wird mich ja überabfacken. Holy shit. Digga, ist wieder da. Hätte auch in meine Tastatur. Oh, Digga, weg. Aber Notebook musst du wegkloppen. Was willst du da machen? Das Ding musst du wegkloppen. Oder, wohl, vielleicht alle Tasten abmachen und noch save. Vielleicht kann man noch saven, weiß ich nicht. Oh, Digga, das ist mir selbst ein bisschen zu räudig. Hab ich auch in meinem Leben noch nicht gehört, ne? Kaffee mit Strohhalm. Oh. Wieso stellt Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und hier ist der Eingang und hier sieht's noch gar nicht nach Fußball aus, ne? Wir sind hier mittendrin in der Ausstellungshalle von den Autos und wenn ihr hier schaut, hier würde wirklich der ein oder andere YouTuber schwach werden. Hier angefangen von diesem. Da hat Marcel letztes Mal gesagt, dass er den richtig brutal geil findet und dass er den auch holen würde. Oh, das ist so ein unfassbar schönes Auto mit der Farbkombination. Oh, unfassbar. Oh, Gott, er nimmt den aus der Entfernung mit. Oh, unfassbar geiles Auto, Digga. Was? Für einen Chat, Ferrari, F30. Ah, ne, Digga, F40. Daher stimmt. Unfassbar. Aber der hier, Digga, Ferrari F40. Boah, der ist ehrlich krass. Holy shit. Wow. Übrigens hier auch wichtig nochmal für alle. Hier ist nochmal ein Restaurant. Hier wird öfters... Digga, allgemein diese alten Ferraris, Bro. Holy shit, Digga. What the fuck, Alter. Überkrass. Überkrass, Digga. Dass die so eckig sind und so, Junge, auch richtig hart. Mal am Eck noch gewaped. 10 Minuten vor Spielbeginn, wenn sich noch eine Pasta bestellt wird. Da sitzt meistens einer mit Jogginghose, Balenciaga-Hoodie, Cap nach vorne und Tattoos im Gesicht. Unfassbar köstlich. Oh, der Song macht mich psychisch fertig. Ich kann halt die Spaghetti genießen dabei gerade. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich gerade aus meiner Obdachlosigkeit das erste Mal hier sitzt und der Aufstieg beginnt gerade. Oh, Digga, ich hab so Hunger. Ja, also die Musik gerade im Hintergrund. James Blunt, You're Beautiful, ist eine absolute Liebeschnülze. Da setzt sich noch hier der Kollege neben mir zu mir und will Händchen halten, weißt du, bei dem Lied. Kriegst du bei der Musik auch Gefühle ein bisschen? Ein bisschen feucht. Ja, auch noch Gefühl, ja. Hallo Jenny, hier ist der Onkel Monte. Ich war hier gerade in deinem Restaurant, in ihrem Restaurant essen. Sehr lecker. Der Jute-Restaurant. Na, Minuspunkt Afri-Cola und keine normale Cola. Und die Musik war katastrophal. Ansonsten das Essen war lecker und darauf kommt's an. Beste Grüße. Und. Oh, let's go, Tor. Hier schon die Nachwuchsspieler von Gönnergy All-Stars. Wieso die Nachwuchsspieler von Gönnergy All-Stars? Der hat doch getroffen. Sind die auf dem letzten gerade? Ja, ne? Ich glaube schon. Oder vorletzten. Also die sind richtig Arsch, ne? Die sind richtig Müll. Oh, du sollst nicht mit der Picke schießen. Die Nägel hätte ich schneiden. Der Willi-Clip war von meinem Schuss, oder? Schneiden sollen. Das ist nicht zu lang. Oder war der von dem Clip? Aber jetzt war zu lang. Also jetzt dafür war es zu lang. Ah, okay. Okay, Spendi, komm. Du bist der Skater, du musst es machen. Willi, Digga. Weißt du, der fliegt. Bruder, wie stehst du da? Wer bist du? Michael Jackson. Mit der Hand nicht berühren darf ich, oder was? Was machst du denn? Hast du das Glas runtergeschmissen, du Idi? Mann, Spendi, Digga. Ich hab doch nur die Tür zu. Mann, Digga, Spendi, fuck that, Digga. Ich hab ein Video neulich hochgeladen mit TikToks und da kam so dieses, die App läuft im Hintergrund. Und ich musste sofort an dich denken. Ja, irgendjemand hat... Bro, ich fahr nie mit Blitzer-App. Ey, ich sag euch ehrlich, ich werd lieber mit einer illegalen Gun erwischt, bevor mich irgendein Mann erschießt. Ich werde lieber mit, sag ich, 10 km/h zu schnell geblitzt, Bro. Schneller fahre ich eh nicht. Als wenn da jedes Mal kommt, bei jedem verfickten Blitzer, Digga, auch bei denen, die ich kenne. Blitzer in 500 Metern. Blitzer in 300 Metern. Digga, Alter, da fahre ich einfach lieber normal schnell, Bro. Das fuckt übertrieben krank ab. Geht im Auto, ich weiß nicht, was das ist. Die Baller League Was denn für ein Geräusch? Hey Mercedes, stell das Geräusch aus. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich weiß gar nicht, ist es verboten in Deutschland? Blitzer-App? Ja, ne? Ja, momentan ist viel zu tief.
Was ist das denn für ein Geräusch hier in dem Auto? Ich weiß gar nicht, was das ist, Alter. Schöner Ball, schöner Ball. Oh, oh, oh. Der trifft, der trifft. Richtig, Chat. Richtig, richtig. Sieht schon funny aus. Das sieht nicht so funny aus. Martin Polo, der alte Spieler, hat auf jeden Fall Lust. Schulter ausgerissen. Oh, ich dachte, er hat sich einfach nur so ein bisschen so. Was ist passiert? Oh, sorry, ich wollte nicht so lachen. Ich dachte, er hat sich einfach nur irgendwie so irgendwie ein Bein umgeknickt oder so kurz. Martin Polo, der alte Spieler, was ist da? Hä? Sehr gut, jetzt geht unser Spieler drauf. Was ist da passiert, Bro? Die Polo, der alte Spieler, hat auf jeden Fall Lust. Bist du da? Schulter ausgerenkt? Digga, was heult der so? Seine Schulter ist draußen, du dummer Sohn. Base. Der haut in den Jungfernkabine rein. Holy shit. Digga. Auf einmal NFL, Alter. Der haut in die Umkleidekabine rein und berührt euch mal den Ball 2 Minuten. Das ist eine Tätigkeit. Ey, jetzt reicht's. Das zweite Mal schon. Wie oft noch? Wir haben 2 Minuten bekommen dafür. Der fliegt die ganze Zeit. Der fliegt. Unser Spieler fliegt die ganze Zeit auf der Außenlinie. Ey. Holy shit. Null Ball. What the fuck? Digga, Rugby einfach. Wirklich? Ja, Tätigkeit, klar. Alter. Heute, neben den ganzen Brechen hier und da, ist es mal wieder an der Zeit, ein Stück Gaming-Geschichte zu schreiben. Denn heute... Sie ist ein Monster! Heute findet unser erstes Minecraft-Turnier statt. Es sind folgende Preisgelder am Start, und zwar 40.000 Euro, die sich so aufteilen. Platz 1 kriegt 21.000. Wie alt ist wichtiger? Ich hoffe, es ist ein richtig junges Fettchen. 16? Oh ja, das ist ein richtiger Geek. Oh ja, hat auch richtig schnelle, flinke Finger. Ja, ja, richtig. Oh. Sorry, wir machen weiter. Oh, nee. Bitte sagt mir doch, dass er noch zur Schule gegangen ist und nichts anderes gemacht hat, außer zur Schule gehen und Minecraft zu spielen. Ja. Die Besten im Turnier sind Hugo, Wichtiger und ich. Also Wichtiger ist schon sehr, sehr vercrackt. Es werden Minigames gespielt, wo man verschiedene Sachen braucht. Stark. Die Modi sind für mich gemacht. Diese 2 Modi hier habe ich mein Leben lang gespielt. Junge, ich bin aufgewachsen damit. Bro, warum haben die Wichtiger eingeladen? Real Talk. Der fickt doch alle, Junge. Der Mickey ist irgendwie 40 Jahre alt, Bro. Da kommt der doch nicht hinterher, Junge. Wie soll der das machen? Bro, Wichtiger ist 14 Jahre alt, Bro. Der ist noch komplett auf ADHS. Das macht gar keinen Sinn. Bro, das ist perfekt. Auch wenn du dieses Game jetzt nicht besteigst, hast du heute gezeigt, dass du der größte Allrounder-Gamer auf Twitch bist. Größer als ein Mickey TV. Deswegen stehen bei Solution im Hintergrund auch Stofftiere und bei mir Pokale. Wow. Da würde ich sagen, wir können starten. So, Jungs. Also, ganz kurz. Du machst die Calls. Jetzt ist Full Focus angesagt. Ah, geil, aber gemacht mit so Overlay und so. Das sieht echt cool aus hier oben. All gut. Es läuft so. Medikament. Ey, wie war das? Ich hab das nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, was ich an dem Tag gemacht habe. Hab ich da auch gestreamt? War das geil? Wir haben's. War cool? Ja, Mickey, ihr seid erster Platz. Ey, warte mal. Wichtiger, hast du morgen Schule? Ich muss in 5 Stunden aufstehen, ja? Dann geh schlafen, Digga. Was macht dein Arsch denn? Digga, ich geh morgen früh zur Schule um 7 Uhr, ja? Digga, so ein Hund, Alter, so ein Hund. Junge. Und dann morgen wieder den Drittklässlern sagen, nee, sorry, kein Foto. Das ist immer noch die Beste. Wo er uns erzählt hat, dass er in der Schule das eigene gefragt hat, ob er einen Pick machen kann. Er meinte so, nein, Mann, keine Zeit gehabt. Ey, Jungs, kommen wir zu den wichtigeren Themen. Ich war gestern im Fernsehen. Es ist auf jeden Fall besser als... Oh nein. Junge, da jetzt kommt er. Junge, Mr. Beast aus Luxemburg, Alter, der Allerechte. Das ist der Zeitungsartikel, weil da auf jeden Fall kein Müll gesagt wurde. Im Intime spricht der 19-jährige Schüler über Vor- und Nachteile seines Jobs. Schüler! Digga, der Bro ist seit 10 Jahren aus der Schule raus. What the fuck? Luxemburgische Mr. Beast. Mr. Beast, der vor allem auf YouTube bekannt ist, ist die amerikanische Version unseres Hugos. Oder was haben die das wirklich da hingeschrieben? Das ist krank, dass die mich mit Mr. Beast vergleichen. Mr. Beast! Dieser letzte Bürger hüt 800.000 Follower auf Twitch. Made Let's Hugo Ass bekannt. Oh mein Gott!
Ist das der, der redet? Das ist alles im Fernsehen jetzt, so alles. So kann den der Lazugo da bausen. Witzig, gut drauf, ganz open, auch schlagfertig. Das war mein Ziel halt. Also ich wollte, dass es so wohl ist, ja. Also schon alles zu viel gemacht. Ja, was er gesagt hat. Ist das scheiße, Bro. Ich finde, das hört sich irgendwie nicht so an, als wäre das eine echte Sprache. Oder als würde Hugo das gerade wirklich sagen in dem Moment. Hat das so AI übersetzt oder so. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es aber, ich habe jetzt gemerkt, dass es los schon high ist. So. Ja, ich wollte es, Alter. Also. So reden die Leute in meinen Träumen. Luxemburgisch ist einfach ein Nuscheln. Hallo Max, du bist gerade bei mir zu Hause. Was macht ihr? Die! Thank you, thank you, thank you, for to kite. Bro, Hits, das ist ein fucking Hit. In der Halle? Ich weiß es nicht, ich streame hier und ich kann dir wirklich nicht beantworten, warum sie hier ist. Wieso bist du eigentlich hier? Wer hat dich reingelassen? Ist das Phoebe? What the fuck? Guck mal, ich dachte schon wirklich, mein ADHS wäre schlimm, ne? Digga, kann ich so einen Hurensohn, ne? Es tut mir wirklich leid, das über ein Tier zu sagen, aber Bro, er fuckt mich so jedes Mal so krank ab. Dir zuschicken, XD. Ah, kann ich so ein Bastard, ihr checkt das nicht, der nervt jedes Mal so hart. Alter Schwede. Gutes Video, mach dich.